Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir sind Dachse. Scheiße. Oh, ich habe doch keine Zeit. Herzlich willkommen zurück bei Medieval Dynasty Oxbow. Jo. Ich habe einen Dachs gekillt. So. Kurze Konzentrationsphase. Kann ich das trotz alledem jetzt noch machen? Ja, ich habe Dachsfett bekommen. Wo sind meine Pfeile? Ich muss 3 Dachse killen. Um das Heilmittel herzustellen. Allerdings muss ich mich auch ganz schön beeilen. Oh, ich muss mich echt beeilen. Das ist eine Hase. Wo ist mein Gaul? Hast du hier noch einen Pfeil rumfliegen? Ne, wir zischen los, komm. Ich muss nach Ostovia. So schnell es denn geht. Aufsitzen. Auf Rotte. Ab geht's. Was ist denn den besten Weg fürs Pferd jetzt rausgesucht? Wir sind aber fast da. Oh Gott. Bricht hier nichts. Let's go. So. Denn wir brauchen hier noch die Schere. Für die Steinschere Pergament-Mission. Die holen wir uns mal eben ab. 90 Meter? Wo ist denn die gute? Nein. Komme ich hier noch lang? Oh! Bin am Zaun hängen geblieben. Ich steig mal lieber ab hier. Kann ich das? Ja, geht. Auf dem schmalen Steg. Da flitze ich mal lieber. Da bist du doch, Svibora. Guten Tag, der Herr. Hallo, ich bin Tomilas Auftrag hier. Oh ja, sie wollte eine Schuhschere, richtig? Ich habe sie genau? Sie sollte... Oh verdammt nochmal, habe ich sie hingetan? Oh, nun, sie ist sicher irgendwo hier. Könntest du sie bitte suchen? Ich habe es wirklich eilig. Tut mir leid. Ich bin ja selbst gerade wirklich beschäftigt mit meiner Arbeit. Ich bin sicher, die Schere muss irgendwo sein. Such sie dir bitte selbst. Bezahlt ist sie schon. Ich verstehe, mach dir keine Sorgen. Muss ich wieder meinen Ärger runterschlucken und lieb sein? Wo ist er hier irgendwo? Auf dem Klo oder was? Warte. Alte Schere. Na toll. Eine alte Schere. Da steckt sie im Baum. Na klar. Okay, wir haben alles. Wir können es abliefern an Tomila. Was passiert, wenn ich jetzt trotz Pferd mit dem Fuhrmann reite? Kommt es automatisch zurück zu mir nach Hause? Mit dem Fuhrmann fahre? Denn eigentlich wollte ich das gerne erledigt haben. Ich weiß nicht, ob wir das sonst rechtzeitig schaffen. Ich versuche mal mein Glück. Ich reite mal schnell zurück. Nach Piastovia, auf schnellstem Wege. Nein. Ja, ich hole euch rein, wenn was Wildes passiert. Müsste ich hier nochmal nach einem Mitarbeiter nachgucken? Nee, hier hatte ich schon welche abgeholt. Im Herbst. Ja, ich mache mich mal zurück. Wir trudeln so langsam ein. In Piestovia. Jetzt wollen wir mal gucken. Ne, die war drinnen, ne? Oder?
Wahrscheinlich schon. Was stand hier draußen irgendwo rum? Ah, doch, die war hier, ne? Stimmt, ich erinnere mich. Hier vorne beim Wäscheaufhängen. So, ich habe da einen Schrott besorgt. Ich meine, ich habe deine wertvollen Waren für dein neues Spiel gefunden. Ja, die Vorräte sind da. Du bist zurück, hast du alles? Selbstverständlich. Ich liefere immer. Wunderbar, du warst eine großartige Hilfe. Bald werden sie alle dem SSP-Fieber verfallen. Das ist natürlich kurz für Steinschere Pergament. Oh, ich bin so aufgeregt. Fast habe ich es vergessen. Hier ist deine Bezahlung, mein guter Freund. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Und jetzt der wichtigste Teil. Ich bringe dir alles bei, was du wissen musst, um den wundervollen Spaß von SSP zu genießen. Als erstes musst du diese drei Handzeichen kennen. Steinschere Pergament, verstanden? Natürlich, das ist ein Kinderspiel. Wenn ich bis drei gezählt habe, zeigt jeder von uns das Handzeichen seiner Wahl, dann sehen wir, wer gewinnt. Warte, wer gewinnt? Das hängt vom Handzeichen ab. Stein schlägt Schere, Schere schlägt Pergament, Pergament schlägt Stein. Ist alles ganz logisch. Du hast recht, Spitzenspiel. Ich nehme Schere. Stein, ich gewinne. Du hast geschummelt. Willst du eine Mar versuchen? Ich glaube, mir reicht's. In Ordnung, nochmal vielen Dank für deine Hilfe und für das Spiel. Jetzt kannst du SSP mit deinen Freunden spielen. Das ist eine gute Methode zu bestimmen, wer etwas tun muss. Und für Wetten ist es auch ganz großartig. Wir sehen uns, mein Freund. Ich überleg's mir mal, ne? Mach gut, so geil finde ich das Spiel jetzt auch wieder nicht. Okay. Ich hoffe, das mit dem Heilmittel bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Ich werde noch zwei Dachse jagen. Ihr habt geschrieben, macht bitte unbedingt die Mission mit dem Dachsfett. Ich habe ja das Heilmittel schon von Seduwin geholt. Aber das sollte ich wohl nicht. Wahrscheinlich wirkt es nicht. Oder was auch immer. Ich versuche es mal über die Dachse zu holen. Vielleicht schaffe ich es sogar noch. Aber da müsste ich jetzt relativ zackig zwei Dachse killen. Ich glaube, hier oben waren noch welche, ne? Die habe ich doch schon mal so verhängnisvolle Dachsjagd betrieben. Ich weiß aber nicht, ob ich es halt noch schaffe vor Ende des Herbstes. War das nicht hier? Wir gucken nochmal ganz kurz. Ja, hier oben waren Dachse. Rechts von mir. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht, bevor es dunkel wird. Und im Dunkeln Dachse jagen. Natürlich richtig scheiße. Da, ich sehe ihn. Nicht mit den Fäuste. Das war wohl kaum ein Treffer. Jetzt hat er auch noch Durst. Nimm doch mal den Pfeil auf, bitte. Wo ist denn der Dachs? Warte kurz, ich trinke mal was. Ansonsten heißt es Daumen drücken für die nächste Jahreszeit. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Bin ich fast vom Fuchs umgerannt, aber... Hier ist so viel Gestrüpp. Das ist doch schlecht, um die zu jagen. Aber das bringt mir nichts, wenn ich die Viecher nicht sehen kann. Ah, komm. Das hat jetzt keinen Wert. Ihr seht nichts. Und ich sehe auch nichts. Und außerdem wird mir jetzt auch langsam kalt. Und da ist auch wieder so ein Schrottdachs. Kann ich den eigentlich mit einer Axt erschlagen? Mit einer Axt geht es tatsächlich ganz gut.
I should better warm myself up. Aber ob ich jetzt nochmal 3 noch kriege? Ihr merkt, ich würde es tatsächlich gerne noch erledigen, aber wenn da nicht zufällig gleich nochmal einer hier über die Straße läuft, dann wird das nichts. Im finsteren Walde. Tja, dann reiten wir wohl mal zusammen. Noch eben nach Hause. Wo wohnt denn Slavomira eigentlich? Questtechnisch. Also hier steht nicht, dass die verfallen würde. Ich hoffe, sie ist im Winter noch aktiv. Dann, ja, würde ich sagen, du bleibst mal schön hier stehen, Hotte. Und ich werde mal ins Bettchen gehen und bis zur nächsten Jahreszeit schlafen. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich wollte die gesammelten Pilze noch in den Komposter werfen, damit wir dann direkt ein bisschen Verdorbenes haben. Kannst du wenigstens ein paar Dünger mit herstellen. Schadet ja nichts, wenn wir es nicht kaufen müssen. Und für die Pilze habe ich jetzt eh nicht so die Riesenverwendung. Fast 300 Stück. Die sollten bis nächstes Mal dann auf jeden Fall durch sein. Gut. Wir gehen pennen. Kann ich am nächsten Morgen immer noch einen DAX organisieren. Hä? Wo bist du denn jetzt hier? Ich hab mich verlaufen auf dem Weg nach Hause. Da habe ich extra eine Straße dahin gelegt. Ja. Leonardo schläft schon. Ich schlafe mal bis zur nächsten Jahreszeit. Mal gespannt, ob die Quest jetzt gescheitert ist. Das sieht nicht so aus. Sehr gut. Dann hole ich mir mal meine warmen Sachen raus. Den Pelzumhang, die Schlauchmütze, die Stiefel. Jawohl. Mal kurz überstreifen das Ganze. Pelzumhang. Schlauchmützchen auf. Und die Stiefel an. Das sollte ja eigentlich reichen, dass es mir halbwegs warm ist. Dann kannst du die Schüchen da lassen. Hatte ich nicht noch eine wärmere Hose? Nee. Nee, habe ich mir scheinbar nicht gegönnt. Okay. Ja, ne? Langsam an wie ein anständiges Dörfchen auszusehen hier. Hast du recht. So, ich gehe mal zu Fuß hier schnell rüber. Und versuche nochmal den letzten Dachs jetzt hier wegzuknallen. Was ist das da? Das war ein Fuchs, ne? Ne, das ist ein Hase sogar. Da. Nein, ich hab den Bogen. Wo ist er? Hä? Wo ist meine Axt? Ja, scheiße. Ist er jetzt abgehauen? Da läuft er. Du spinnst wohl! Fluchter Dachs. Gut, fast dran gestorben. Was willst du machen? Er war noch sauer, hast du gesehen? Scheiße, jetzt habe ich nicht mal mehr ein Messer. Moment.
Ist meine Krähe im Flug gekontert. Die wollte mich gerade angreifen. Das Biest. Sag mal, habe ich kein ordentliches Messer mehr dabei? Ich sehe nichts. Okay, dann mache ich mir erstmal schnell ein Steinmesser. So. Dann nimm es wenigstens mit. Oh, der Fuchs jagt einen Hasen. Ne, jetzt hat er gerade aufgehört. Keine Lust mehr gehabt. Gut, dann auf zu Slavomira. Die ist doch in Skoki, oder nicht? Ja. Oder was? Was ist denn das hier jetzt? Welches ist denn jetzt die richtige Quest? Ist jetzt da? Slavomira, wo ich das hinbringen muss? Oder wohnt Slavomira in Skauki? Ich weiß es nicht. Du sag mal, seid ihr jetzt beide groß? Ja, jetzt sind endlich mal beide groß. Sehr schön. Wir gucken gleich mal, was hier im Dorf so alles los ist. Die haben ja eigentlich nicht viel zu tun. Was machen denn meine... Ich habe so gut wie gar nichts zu tun, ne? Euch könnte ich eigentlich über den Winter mal einen anderen Job geben. Das mache ich mal, damit die irgendwie was Produktives machen. Und wenn ihr einfach nur... Na gut, in der Werkstatt brauche ich jetzt nicht wirklich wen. In der Tierhaltung könnte ich halt noch wen gebrauchen, ne? Also, nur zum Füttern eigentlich. Viel könnt ihr jetzt auch nicht machen. Kann ich wen von euch in die Mine schicken? Das würde mich ja begeistern. Oh, hier ist schon wer Mutter. Wir haben neue Kinder. Naslava. Das heißt, wir haben auch... Oh, Wislava ist jetzt Mutter. Die Balda brauchen noch ein bisschen. Wenn wir haben nur einen in der Mine, dann schicke ich die jetzt über den Winter in die Mine. Ist mir egal, was die da... Außer die haben eine 1. So, wer von euch beiden... Oder wer seid ihr beiden? Pomir und Kochibor. Pomi hat natürlich eine 1. Junge, der ist aber richtig guter Feldarbeiter. Und er hat auch eine 1. Ist mir egal, oder? Warte mal. Doch du, warte mal, du arbeitest jetzt nicht mehr im Feldschuppen. Du kommst in eine Mine. Das wird wahrscheinlich die Stimmung ein bisschen senken, ne? Und wer war es noch? Pomir. Ja, dann wissen sie wenigstens, dass sie es eigentlich ganz gut haben. Auf ihren Feldern. Musst du mal so eine Jahreszeit in eine Mine schicken? Dann spuren die auch wieder richtig. So. Ja, alles klar. Dann, weiß ich immer noch nicht so genau, was ich machen soll, warte. Ach so, oh Gott, wir müssen ja auch nochmal dahin. Und nach Janek gucken, dem kleinen Jungen, den wir zu einer Familie geschoben haben. Ich schätze mal, die ist in...
Geh mal rüber nach Piastovia. Oh, der ist gerade aus dem Feld erstiegen. Warte. Mein Bester. Wir reiten mal nach Piastovia rüber. Hier direkt. Sehr gut. Ja, guck mal einer an. Das geht ja jetzt mal in 5 Sekunden hier. Okay, außer du bist so außer Puste. Ist das hier zu tief? Oh Gott. Kopf hoch. Warte, Kopf hoch. Sehr gut. Muss das Slavomira sein? Ist sie hier auf dem Marktplatz? Vorsicht! Mann mit Pferd. Halt! Jetzt habe ich es gerade mal kurz aus den Augen verloren. Da hinten. Ja, geil. Auch so schlecht im Zuordnen. Bin jetzt auch noch gegen den Rahmen geritten. Die muss hier hinten irgendwo sein. Ich gucke jetzt mal hier so zu Fuß kurz. Wo ich mich in den ganzen Zäunen. Da ist er. Du bist. Ah, du bist es. Ah, geht. Oh Gott. Womit kann ich dir helfen? Ich bin im Auftrag von. Herm aus Skauki hier, seine Frau ist sehr krank. Oh, die arme Rona, ich werde dir tun wieder die Knie weh. Ich glaube, ich sollte noch etwas selbe übrig. Dieses Mal ist es viel ernster, ein glühendes Fieber. Herm hat mich gebeten, Dachsfett für ein Heilmittel zu sammeln. Dann sollten wir schnell handeln. Situationen wie diese können sehr zeitkritisch sein. Ich habe dieses Heilmittel erst ein paar Mal zubereitet, aber ich erinnere mich an das Rezept. Gib mir einen Moment, um mich zu konzentrieren. So, das sollte genügen, hoffe ich zumindest. Danke, ich muss schnell zu Ihnen zurück. Dachsfett klingt nach einem Fehler, aber wir werden sehen. Okay. Jetzt können wir ab nach Skauki. Ja. Giddy up. Let's go. Das heißt, ich werde mal heizen wie der Teufel. Oh, ich kann ja gleich in die Richtung. Alter! Achtung, Zaun! Gut, da Schnee liegt, wa? Alter. Gut, ich mach mal lieber schnell einen Schnitt. Wir sehen uns kurz vor Skauki. So. Ist nicht mehr so weit. Wir sind zwar auch noch nicht ganz da, aber diesen wunderschönen Ausritt hier durch diese Winterlandschaft. Mega. So, lass mal hier ein bisschen weiter peitschen. Die Frau ist krank, die braucht hier Heilmittel. Ich bin tatsächlich sehr neugierig. Bin schon fast versucht, mal beide Möglichkeiten mit euch auszuprobieren. Die Neugier treibt mich, glaube ich, so weit. Wir speichern einfach vorher. Und dann probieren wir mal das eine und mal das andere aus. Ich will wissen, ob ihr mich getrollt habt. So, steige ich mir hier ab. Machen wir mal einen Speicherstand. Geht's gleich weiter. Ich hoffe, der Guten geht's noch gut. Ich würde jetzt erst die Möglichkeit mit Sedowins Heilmittel ausprobieren. Je nachdem, ob wir die Wahl haben. Ich nehme es mal schwer an.
So, bitte sag mir, dass du es hast. Ich habe es hier. Gib ihm Seduvins Heilmittel. Ja, tausendfach danke. Ich werde dich noch angemessen belohnen, aber nicht jetzt. Ich muss mich um meine Frau kümmern. Komm später wieder. Ich hoffe, bis dahin fühlt sie sich besser. Keine Sorge, Herm. Hilf ihr einfach. Scheiße, das. Da muss ich natürlich warten bis auf die nächste Jahreszeit. Okay, das ist natürlich blöd. So lange will ich das jetzt nicht. Dann können wir das natürlich nicht ausprobieren. Dann gebe ich ja das Heilmittel mit dem Dachsfett, also das andere. So, Variante 2. Bitte sag mir, dass du es hast. Ja, ich habe Slavomira, das Heilmittel. Dann kriegst du das. Tausendfach danke. Ich hoffe, bis dahin fühlt sie sich sehr besser. Keine Sorge, hilf ihr einfach. Traue ich mal auf euch. Ihr habt gesagt, macht lieber das. So, nichts wie zum Feuer. Denn wir müssten ja jetzt genug Dynastie haben, um noch Leute holen zu können. Durch unsere beiden erfüllten Aufgaben. Dann schauen wir mal. Ich fürchte allerdings, die ich mir da ausgesucht hatte, Otilia hieß sie, glaube ich, dass die jetzt weg sein wird im Winter. Vielleicht haben wir Glück und die hockt da noch rum. Dann schnappe ich die direkt vom Fleck weg. Wir laden sie in unser Dorf ein. Deswegen hatte ich mir eigentlich nur so beeilt und weil ich ein bisschen Angst hatte, dass die Mission vielleicht scheitert. Aber es steht ja normalerweise dabei. Otilia ist noch da, ich höre sie reden. Die andere ist weg, aber... Hast du die gleichen Werte noch? Perfekt. Oswald. Oswald kann ganz gut herstellen und gut jagen. Wow. Der Helmut. Helmut ist... Oh Gott, der perfekte Mitarbeiter. So. Kommst du jetzt mit? Ich bin dabei. Großartig, wir sehen uns im Dorf. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ja. Der Helmut, der kann hier bei Oswalda rein. Und hier kann ja jetzt schon mal die Otilia rein. Da ist er doch. Und da können wir immer noch einen Herrn der Schöpfung holen. Aber der ist einfach zu gut. Den müssen wir auch mitnehmen. Suche noch nach dem richtigen Ort für mich. Ich hätte da einen Vorschlag. Worin bist du denn besonders begabt, mein Freund? Dinge wachsen zu sehen, erfüllt mich mit Zufriedenheit. Aha. Und er kann nicht jagen. Ehrlich, war das so? Ja, nicht so gut, aber du bist grundsätzlich ein guter Typ. Vor allem Gewinnung und Herstellung. Darf ich oder? Nein! Okay, wir müssen tatsächlich deutlich mehr Quests machen. Ich darf den schon wieder nicht mitnehmen, ich werde verrückt. Okay, dann wird das jetzt der Questwinter. Ich schätze mal 4.500, hoffe ich. Dann sind wir schon ziemlich am Anschlag. Aber ich brauche nur so viele Leute. Wahrscheinlich jedes Mal 500 Punkte machen. Gut, die habe ich schon mal. Aber zwei Kerle müssen jetzt noch drin sein. Also müssen wir jetzt mal schnell am Anschlagbrett vorbei. War da eigentlich noch eine Quest? Nee, das sah jetzt nicht so aus, ne? Am Anschlagbrett vorbei. Mal kurz im Dorf nach dem Rechten sehen. Also, bis gleich. So, Hotter hat mich gut. Oh, Entschuldigung, nach Piastovia gebracht. Und hier ist schon mal der Wahn, der hat eine Quest am Start. Die Krone weiß dich zu schätzen. Wie stehen die Dinge in Piastovia? Braucht ihr bei irgendwas Hilfe? Ich bin froh, dass du fragst. Ich brauche wirklich Hilfe. Ehrlich gesagt gab es in letzter Zeit keinen Moment, in dem ich nicht beschäftigt war.
Probleme mit Gesetzlosen und das Ausbleiben von Vorratslieferungen unserer Nachbardörfer fordern ihren Tribut in unserer Stadt. Das hat man doch schon, oder? Wir sollen mal zur Anschlagtafel gucken. Aber es gibt einen Fall, der nicht publik gemacht werden kann. Ah, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Es gibt ein Problem, um das ich mich kümmern muss, das ich aber nicht einfach an der Anschlagtafel anbringen kann. Die Leute vertrauen mir schließlich und verlassen sich auf meine Kompetenz. Das ist es, was sie in diesen Tagen antreibt. Ich darf ihr Vertrauen in mich nicht untergraben, indem ich jetzt Schwäche zeige. Junge, Junge. Komm zur Sache, wollte ich auch gerade sagen. Also was genau beschäftigt dich? Es geht um meinen Lehrling Lubos. Es ist noch nicht lange her, dass er auf der Suche nach Arbeit nach Piastovia kam. Zufälligerweise war ich gerade auf der Suche nach einem Assistenten, der mir etwas Arbeit abnehmen kann. Es war fast, als hätte das Schicksal ihn zu mir geführt. Ich habe ihm einige kleinere Aufträge übertragen, damit er sich an die Arbeit gewöhnen kann. Nun habe ich gehört, dass sein letzter Auftrag für einiges Aufsehen im Dorf gesorgt hat. Er hätte einige Waren unter den Dorfbewohnern verteilen sollen, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. So schlimm kann es doch nicht sein. Es scheint, als wäre kaum jemand mit der Lieferung zufrieden gewesen. Ich habe ihm meine Hilfe angeboten, aber er hat sie abgelehnt und darauf bestanden, dass ich seinen Meister nicht einmischen sollte. Könntest du mir helfen und dafür sorgen, dass dieser Schlamassel ein Ende findet? Berate mir die Einzelheiten. Ich bin bereit zu helfen. Ich habe ihm einen Platz zum Wohnen außerhalb der Stadtmauern beschafft. Er wohnt in einem Haus neben der Windmühle. Bitte sei geduldig mit ihm. Ich hoffe, er lernt aus seinen Fehlern, denn ich habe große Hoffnung auf ihn. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten. Erst noch einen Knüppel mitnehmen. Oh, warte mal. Nein, wir sind natürlich wie immer höflich, umsichtig und mit dem Knüppel unterwegs. Wo ist denn hier? Wer hat denn hier noch eine Quest? Da unten irgendwo? Warte mal. Oh Gott. Entschuldigung, ich muss mal hier durch ihren Hinterhof schleichen. Auch wenn du gerade deinen Wagen reparierst, ja? Wir sammeln gleich mal ein paar Quests ein jetzt. Oh Gott, ist doch nicht wahr. Die ist doch wieder außerhalb, oder was? Werd verrückt. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt hier. Wo bin ich? Da ist die Anschlagtafel. Dann nehme ich die erstmal mit. Was haben wir denn da? Verdammte... Scheiße, Tauben jagen? Ehrlich? Ich nehme alles mit. Eine Bronzesense. Das ist teuer. Bringt relativ wenig Reputation. Ja, komm. Warum nicht? Kriegen wir hin. Witt. Auf Anordnung des Kastellans sollen alle, die in der Lage sind, eine Waffe zu führen, auch eine solche tragen. Die Stadt und ihre Umgebung zu verteidigen, ist die Pflicht eines jeden im Königreich. Überzählige Waffen sollen dem Quartiermeister zur Weiterverteilung übergeben werden. Alter, das ist mir zu teuer. Da verbrauche ich ja unendlich viel Kupfer für, oder? 5 Speere, 3 Äxte? Gibt natürlich eine Menge Münzen, ne? Kupfersperre müsste ich lernen, denn... Puh. Ich weiß nicht. Schon ist er wieder voll und ganz in seiner Taubenjagd gefangen.
Will ich die auch alle häuten? Dann muss ich aber noch ein paar Messer machen jetzt hier. So, Taube Nummer 1 haben wir ja schon. Die taube Nuss. Ist hier hinten auch wieder was drum? Guck mal, da ist sie doch, das Biest. Jetzt gucke ich erstmal, was hier noch für ein Auftrag war. Um mal von meinem Fehlschuss abzulenken. Was werde ich dann im Anschluss machen? Wir wissen ja, wie es geht, ne? Und es wird ja auch ganz sicher nicht peinlich für mich. Ich darf nur nicht vergessen, nochmal nach Ostovia und nach dem jungen Bengel da zu gucken. Dem Yannick. Ob der gut untergekommen ist. Alter, wo ist diese Quest? Ist die hier drin? Auch Mila. Was ist los, junge Dame? Du wirkst aufgelöst. Natürlich bin ich das. Meine Eltern haben mich wieder bestraft. Aber es war gar nicht meine Schuld. Ich habe mein Bestes gegeben auf den Feldern. Mit meinen Aufgaben. Aber mein schrecklicher Bruder Butzi da hat wieder mal alles kaputt gemacht. Atme tief durch und erklär mir in Ruhe, was passiert ist. Wir sollten unsere Aufgaben zusammen erledigen, aber er konzentriert sich nie richtig auf seinen Teil. Stattdessen verbringt er den ganzen Tag damit, mit seinen Steinen zu spielen und sich mit ihnen zu unterhalten. Meine Freunde lachen darüber und sagen, er ist ein Spinner. Wir gar nicht wissen, was er mit seinen Steinen macht. Kleine Kinder spielen gern mit Steinen. Er ist kein Kind. Butzi da ist älter als ich, das ist das Problem. Er sollte verantwortungsbewusster sein. Er hat alles angefangen, als unsere Mutter von uns verlangt hat, die Steine von unseren Feldern zu entfernen. Entschuldigung? Stellt er sich denn genau daneben? Wir unterhalten uns gerade. Seitdem sind seine Steine das Einzige, das ihn interessiert. Butzi da betrachtet sie ständig von allen Seiten, zerschlägt sie zu kleineren Stücken, um zu sehen, was in ihnen ist. Einmal habe ich einen Splitter davon ins Auge bekommen. Was ist das für ein Unsinn? Hat er sich zufällig in den Kopf gestoßen? Ich habe genug davon. Bei unseren Eltern tut er immer so unschuldig. Sie denken, er ist nur ungeschickt. Und sagen, ich soll mich um ihn kümmern. Aber er hört nie zu. Bring ihn zur Vernunft, ja? Steine aufbrechen? Vielleicht sucht er darin noch etwas Wertvolles? Nee. Er braucht nur etwas Ermutigung. Usibor. Da stell dich mal in die Ecke da und schäme dich. So. Aber was haben wir denn jetzt hier alles? Das Quartiermeisters Lehrling. Da würde ich gerne mal gucken, wo ist denn hier der Lubos? Eine Hütte vor der Stadt, 10 Meter hier. Ist doch der Lubos. Papier, du Lump. Was willst du? Schönen guten Tag, der Herr. Ich habe gehört, dass du Hilfe bei ein paar Lieferungen brauchst. Ich habe das bereits getan. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Ich habe die Dorfbewohner reden gehört. Warum hast du dich bei den Lieferungen geirrt? Ich habe mich bei niemandem geirrt. Nicht meine Schuld, wenn sie die Geschenke nicht zu schätzen wissen. Sie sind das Problem, nicht ich. Sie beschweren sich, wenn es etwas umsonst gibt. Erbärmlich. Das ganze Reich soll sich in einer Krise befinden, weißt du? Wir werden sehen, wie sie sich verhalten, wenn sie eines Tages der wirkliche Krieg kommt. Sie werden um jedes Stückchen Müll und vergammeltes Essen betteln, das sie riechen. Ha! Wer war mit der Lieferung unzufrieden? Sie alle. Die Kurzsichterin hat sich über das Futter beschwert, der Schmied mochte die Kleidung nicht und der Näher hat Werkzeuge nach mir geworfen. Und der Bauernhandwerker war glücklich. Er hat den Weinkrug liebevoller umarmt als seine Frau. Das war doch hier der, wie hieß er, Pomia oder so? Hat die Krüge immer verbaselt. Willst du nicht mit ihnen reden, die Dinge klarstellen?
Du solltest auf sie zugehen und deine Fehler wieder gut machen. Verdiene ihr Vertrauen. Sie sollten mit dem zufrieden sein, was sie haben. Ich bin fertig mit ihnen. Hör dir ihr Gejammer ruhig selbst an, wenn du willst. Kannst deinen Meister nicht so im Stich lassen. Ich werde mit den Leuten reden. Das ist schon ein bisschen aufsässig, der kleine Sack. So, rein in die Stadt. So, wo bin ich denn jetzt hier? Da geht's rein. Das kriegen wir noch schnell erledigt. Und zumindest mit den Vieren zu sprechen. Wer weiß, was dann noch alles dran hängt. Hier eine Schmied schon mal. Was starrst du so? Ich wollte nach der Arbeitskleidung fragen, die du kürzlich bekommen hast. Noch ein Witzbold? Es gibt mehr von euch, als ich dachte. Du wirst diese Beleidigung bereuen. Schaff mir diesen Lappen aus den Augen. Was stimmt damit nicht? Bist du blöd? Er hat mir ein Kleid gegeben. Ein Kleid für ein kleines Mädchen. Das Wiesel hat das Paket abgegeben, als er an meiner Werkstatt vorbeikam. Er sagte nur kurz, es wäre eine neue Schürze für mich. Verflucht soll er sein. Du hast das ernst genommen? Es war ein offensichtlicher Fehler. Alle haben mich ausgelacht. Sie haben mir gesagt, ich soll meine haarigen Beine rasieren, bevor ich es anziehe. Verflucht soll dieser Junge sein. Nimm es und bring es weg. Bist du sicher, dass du es nicht getragen hast? Es ist ganz schmutzig, du Widerling. Es riecht wie eine Kackwurst. Ich kann es nicht ändern. Meine Schmiede ist nicht so sauber wie der Hintern einer Jungfrau. Sie ist ein schmutziger, staubiger Ort, an dem dir die Hitze ins schwitzige Gesicht schlägt. Das ist alles andere als die Kleiderkiste eines Kindes. Wein gib's mir aber wieder, bevor es doch schlimmer wird. So, Bogus Lava. Müssen wir da rüber? Oh. Hier sind nochmal zwei. Wer bist du? Nee, du nicht. Drogomir. Was soll ich für dich tun? Ich suche nach einem verschollenen Weinkrug. Noch jemand. Warum wissen Sie schon alle von dem Krug? Wenn das so weitergeht, habe ich bald nichts mehr davon übrig. Warte einen Moment, sagtest du verschollen? Was sagte ich? Kann ich ihn zurückhaben? Ich habe dich schon verstanden. Warum willst du ihn mir wegnehmen? Er war ein Geschenk. Der junge Mann hat gesagt, er wäre für meine Dienste für die Stadt. Du musst wissen, ich arbeite so gut, dass bisher kaum jemand die Früchte meiner Arbeit bemerkt hat. Ich gebe ihn zurück, wenn er leer ist. Der Wein war für jemand anderen gedacht. Der Quartiermeister sucht danach. Verdammt, der Wein ist ein anständiger Mann. Ich möchte nicht, dass er Probleme bekommt. Aber es gibt ein kleines Problem. Der Krug ist schon halb leer. Meine Nachbarn haben meine Haustür umschwärmt wie fliegenvergammeltes Fleisch. Jeder wollte einen Schluck. Darüber mache ich mir später Gedanken. Gib ihn mir einfach zurück. Nimm ihn, ich will nicht noch mehr Ärger deshalb haben. Bitte erzähle der war nichts Schlechtes über mich. Dieser neue Kerl hat mich reingelegt. Nimm ihn nie wieder etwas von Fremden an. Die haben an die Tür klopfen. Ich stelle alles richtig, keine Sorge. Wollen wir gleich nochmal Bratumil abgrasen? Willkommen, wie kann ich dir behilflich sein? Ich würde gerne ein Bündel Hämmer abholen. Aber natürlich, werter Herr, ich fürchte nur, sie sind noch nicht ganz fertig genäht. Was? Du musst verstehen, es ist viel Strickarbeit nötig, um Material herzustellen, das dicht genug ist, um einen guten Hammer abzugeben. Was? Wie, stricken, Hammer? Wie lange brauchst du noch, um damit fertig zu werden? Was redest du denn? Das macht keinen Sinn. Das weckt viele Erinnerungen. Meine Großmutter hat sie auf dieselbe Weise hergestellt. Sie muss eine großartige Frau gewesen sein. Meine war nicht so gesegnet. Deshalb dauert es bei mir etwas länger, den massiven Kopf und Schaft zu einem Stück zusammenzunähen. Ich denke, diese Unterhaltung hat sich damit erledigt. Ich müsste gerne wieder an die Arbeit gehen und mich nicht mehr wiederholen. Ich achte auf dich und versuche dir den Kopf nicht wieder so hart zu stoßen. Auf Wiedersehen.
Spaß beiseite, ich weiß, du hast ein paar Werkzeuge bekommen. Wofür sollte ich solchen Müll brauchen? Meine Arbeit verlangt Fingerspitzengefühl, keine rohe Gewalt. Warte einen Moment. Das kommt mir doch bekannt vor. Vor kurzem war ein junger Mann hier. Er kam in meine Nähe reingestürmt und warf mir ein Bündel Holzwerkzeuge für die Füße. Sie waren völliger Müll. Ohne groß nachzudenken, habe ich mein Haus damit geheizt. Ich weiß nicht einmal mehr, ob es Hämmer waren. Danke, ich werde versuchen, woanders welche zu finden. Diesmal vielleicht nicht unbedingt in einer Näherei. Das ist nicht mein Problem. Sie haben damit aufgehört, jemand anderem zu gehören, als diese Göre sie von meinen Füßen abgeladen hat. Jetzt erinnere ich mich, das war der Wandsnauer Laufbursche. Sag ihm, das ist sein Problem. Ich werde es ausrichten. So, Bogus Lava kriegen wir noch hin? Ne, Bogus Lava ist jetzt draußen. Ich glaube nicht, dass ich die nur erwische, oder? Aber vielleicht können wir die aufwecken. Oder wo ist die? Ist die hier hinten? Ne, die ist tatsächlich draußen. Ich will schon wieder mitten in der Nacht hier rumrennen. Aber das werden wir erst am nächsten Tag klargestellt kriegen. Oh, ich muss dich mal aufwecken kurz. Wenn du schon schläfst. Oh, Scheiße, ich schläf wirklich schon. Ich hab's nicht schneller geschafft, es tut mir leid. Worüber schüttelst du den Kopf? Was ist das für ein Gestank? Geht es den Kühen gut? Es ist schrecklich, sie sind krank und haben Durchfall. Und warum habe ich nur auf diesen neuen Kerl gehört? Er hat mir ein Paket Zwiebeln gebracht und er war überzeugt davon, dass meine Herde vor Krankheiten und störenden Insekten schützen würde. Ich hatte nach gar keinem besonderen Heilmittel gefragt, aber er hat mich dazu überredet. Jetzt fange ich durch diesen Zwiebelgestank jedes Mal an zu weinen, wenn meine Kühe muhen. Sie würden einen guten Braten abgeben. Immerhin sind sie schon gut von innen gewürzt. Hast du noch Zwiebeln übrig? Das kann ich hier nicht sagen. Die erschlägt mich. Das Paket war wahrscheinlich für jemand anderen gedacht. Kannst du mir den Rest davon geben? Hier, nimm das. Ich will das nie wieder sehen oder riechen. Sag diesem Schwindler, er soll sich selbst den Mund damit vollstopfen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, seine Dummheit zu heilen. Ich hoffe, deinen Kühen geht's bald wieder besser. Jetzt muss ich Lubos noch die Sachen geben, da ich hier gerade um die Ecke bin. Würde ich ihm die direkt nochmal in die Hand geben. Was ist mit ihm jetzt hier? Ach so, das ist der Junge. Der Bruder von der Kleinen, die da saß, und der ältere Bruder ist ein Jahr älter. Oh, hallo, ich habe einen auffällig pilzförmigen Stein fallen lassen. Du hast nicht zufällig irgendwo hier gesehen, oder? Ich habe nicht vor, danach zu suchen. Hör mit diesem Steinunfug auf, junger Mann. Die Gleichaltrigen lachen dich aus und du bist mit deinen Aufgaben im Rückstand. Du magst Steine auch? Was für ein Zufall. Ich habe früher genau wie du Steine gesammelt. Deine Schwester beschwert sich darüber, dass alle Arbeit an ihr hängen bleibt, während du herumläufst und Steine sammelst. Rukmila mag wütend sein, aber sie macht sich wirklich Sorgen um dich. Ja, du bist mit deinen Aufgaben im Rückstand. Ja, was? Warum bist du so wütend? Deine Schwester macht sich Sorgen um dich. Sie wird immer wieder für deine Fehler bestraft. Vielleicht habe ich mich etwas zu sehr darin vertieft. Ist es so schlimm? Ich wollte nur mehr über diese Steine erfahren. Sie sind einzigartig älter als die Bäume und sie erzählen Geschichten. Bitte hilf mir, nur noch ein paar mehr Steine, die ich untersuchen kann. 30 ist genug. Ich verspreche, dass ich all meine Aufgaben nachholen und nie wieder im Rückstand bleiben werde. Hör's besser Wort, junger Mann. Ich will meine Zeit nicht verschwendet haben. Jetzt muss ich immer noch Steine besorgen, oder was? Oh Gott, ich bin ja voll am Durchquesten hier. Erstmal alle Leute nachts aufwecken. Steh auf, Lubos, steh auf.
Warum das finstere Gesicht? Ich habe mich mit den Leuten in der Stadt unterhalten. Deine Fehler waren schlimmer, als ich dachte. Ich habe dir doch schon gesagt, dass sie viel zu wählerisch sind. Ich habe mir über jede Lieferung Gedanken gemacht. So schlimm kann es nicht sein. Ich fürchte, das ist es. Ich konnte nicht alle Gegenstände zurückholen. Schau. Was soll ich damit anfangen? Die Hälfte fehlt. Hör zu, ich bringe dieses dreckige Kleid zu einer bezaubernden Dame, die ich hin und wieder besuche. Sie wird es für mich waschen. Ihr Vater hat in einer geheimen Speisekammer etwas Wein versteckt. Ich denke, das sollte reichen. Bist du Diebstahl über? Das ist deine Lösung? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe das alles schon geplant. Was dich angeht, du besorgst die restlichen Zwiebeln und Holzhämmer. Bring sie mir, wenn du soweit bist. Du machst mir Witze, das ist deine Aufgabe. Aber du hast dich von Anfang an sehr interessiert an meinen Aufgaben gezeigt. Ich bin nicht dumm. Wer außer Derwan hätte dich schicken können, um nach mir zu sehen. Das war ein unerwarteter Funke Klugheit von dir. Ich habe ihm versprochen, das Problem mit den Lieferungen zu lösen. Ich werde mein Wort halten. 10 Holzhämmer und 20 Zwiebeln? Verdammt. Ich werde wohl 20 Zwiebeln kaufen müssen. Okay. Man hat ja hier... Ich muss 30 Steine besorgen. Wir müssen die Holzhämmer und Zwiebeln besorgen. Oh, 750 Dynastie-Reputation. Okay, das lohnt sich natürlich. Das lohnt sich. Da müssen wir auf die nächste Jahreszeit warten. Jetzt haben wir ja richtig was aufgemacht hier. Hier müssen wir noch Ostoria, um nach Yannick zu sehen. Ja, okay. Ja, 10 Holzhämmer, 20 Zwiebeln. Ich guck mal, ob ich zu Hause irgendwas in der Kiste habe und bereite mich ein bisschen vor. Beim nächsten Mal gehen wir dann an, die Quest zu lösen. Zur Not muss ich halt ein paar Zwiebeln kaufen. Für die Runde soll es erstmal gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Beim nächsten Mal wird weitergequestet. Dann macht euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao.